bin zusammen wieder auf der Ungehilft, oder mit Maurice und Thomas. Thomas streamt gerade. Nee, ich mach jetzt auch Aufnahme. Boah, Junge. Perfekt. Vergleich gab's ja einfach mal Stream. Bei mir ist die andere einfach nur. Bei mir auch, weil ich drauf gekommen bin. Bei mir nicht. Weil ich ein geordneter Streamer und YouTuber bin. Bist du eh nicht. Ja, geordneter wie du. Als du. Nee, wie du. Als du. Ich bin Realschüler, ich darf es sagen wie du. Hä? Was ist denn jetzt mit dir falsch? Was machst du da, Luis? Hä? Noch keine Schote, wieso ist das jetzt alles wieder so zurückgegangen von der Düngung her? Maurice, wie viele Düngerstufen hast du an? Eine. Was ist für Fruchtzerstörung, Mann, Luis? Bitte? Was ist für Fruchtzerstörung, Mann? Nein, Thomas, ich habe vorhin ja alles gedüngt. Und jetzt ist wieder alles nicht gedüngt. Wir müssen auf den Stall Blechewerfer machen. Ja, weil es nicht gespeichert wurde. Es wurde nicht im Ernst jetzt nicht gespeichert, oder? Ja, wie es abgestürzt ist, vorhin wurde nichts gespeichert. Ja, das ist klar, aber jetzt gerade. Ja, nee. Weil es eine Wachstumsstufe gewachsen ist. Stürzt gerade schon wieder? Nee. Dann kannst du es tausendmal düngen, wenn du nur eine Düngestufe an hast. Okay. Wenn du es einmal gedüngt hast, ist gut, du kannst auch im Menü gucken. Okay, ich dachte gerade schon, ich habe noch nie gesehen, deswegen. Ach, im Pflanzenwachstum auch schnell oder wie? Ja, guck, eins, alles gedüngt. Der Fendt ist so krank. Ja, von dem Steuern her schon. Von der Optik ist meiner definitiv besser. Nee, finde ich nicht. Ich finde die Motor aber von dem geil. Ich hab meinen Dolz. Mein Dolz. Ich mein Fendt, ich mein Fendt. Ich mein Vario. Was bin ich? Ein richtiger Freeze. Ich mein Vario. Du hast nicht mein Vario. Das ist ein Favorit. Vario. Er hat den jetzt schon gepresst? Habt ihr die ganzen Ballen sind. Der hat schon einen Joystick innen drin, das ist schon der Vario. Man hat auch einen Joystick innen drin. Gar nicht. Nee. Labast. Ja. Das hier ist erst der Vario. Maurice hat schon Kühe. Nee. Wir holen uns erst Kühe, wenn wir Silage haben. Habt ihr es schon über Angst? Ja, ist alles angesehen und gewinnt. Kommt auf jeden Fall mit dem Drescher am Anfang. Ja, das ist deine Aufgabe, du hast ihn ja versenkt. Ja, ich komme ja gerade einfach. Ich habe ihn nicht mehr versenkt im Wasser. Ich habe ihn gar nicht versenkt, Luis. Natürlich. Du hast den Schneidwerk, du hast den Schneidwerkswagen versenkt. Das Schneidwerk. Schneidwerkswagen und Schneidwerk plus Schneidwerk. Nee, Schneidwerkswagen. Thomas, willst du die Beweise haben oder was? Bam! Der war drin. Was hast du gesagt? Hier jetzt hat. Muss ich mich mal wiederholen. Das ist gut. Boah, Junge, ey, der Anhänger der Schrift ist so weg, wenn ich mit dem beschleunige um die Ecke in die Kurve. Um die Ecke in die Kurve? Nein, hier ist ein Basketball verloren. Scheiße. Ja, Thomas, fahr mit dem Anhänger um die Kurve und dann lenk auf die andere in die direkt andere Seite, Alter. Das Spiel, Frage, gucken wir uns das mal an. So, lol. Gut, okay. Wickeln wir die Grasballen? Wieso leckt das so? Weil ich gerade was zurückgesetzt habe. Ich fahre 70 km/h mit dem Drescher. Macht ihr da? Ich mach grad gar nichts. Doch, ist kein Drescher drin. Und du schwebst in der Luft. Weiß ich. Auch halt auch Thumbnails, ne? Wo ist denn der? Wo ist? Beim Händler. Bam! Thumbnail ist da. Was
kaufst du, Maurice? Gar nichts. Wie schaut's aus mit der Wiese hier? Wie es geschwartet wird und komplett alles fertig, ne? Ja, und Feld 25 ist auch eine Wiese, die kann gemäht werden. Mähen mach ich. Okay, Schwaden macht der Louis. Muss da jemand mit einem Mähdrescher aufhören? Das kannst du selber machen. Er steht schon im Hof. Weiß ich, deswegen kannst du ihn ja selber weg. Aber ich muss da mähen, dass ich es nicht stoppen kann. Da passiert nichts. Ich wag es nicht, Thomas. Ich wag es einfach nicht. Ach, da ist der Schwader, okay. Diese 25. Weil wir ganz da hinten schocken. Noch ja, den Maurice. Bitte? Hä? Noch den Maurice im Teich. Du bist mit dem scheiß Fan im Teich gegangen. Nein. Mit den ganzen Ballen. Mit den ganzen Ballen. Nein. Doch. Maurice. Ja, ey, was kann ich dafür? Thomas, fahr doch! Nein, nicht mit den ganzen Ballen. Ne, ich versuch's ihn rauszuschieben. Fand ne, Junge. Maurice versenkt Ballen im Wasser. Ne, ich versuch den Hänger rauszuschieben. Böe ich mich gerade durch? Was machst du? Bei mir leckt's gerade. Bei mir nicht. Ich hab gerade das Screenshot gemacht, deswegen wieder. Thomas, kannst du auch fliegen? Nee, ne? Es gibt noch einen anderen, weiß ich. Ich bin reingefahren, da konnte ich nicht mehr bremsen. Also da hat er nicht mehr gebremst. Ich kann den Ballen festmachen. Schau, in den Ballen ist schön. Schönes Teichwasser. Ja, wir sehen die ungefähr so im Drittel des Preises. Thomas. Thomas. Thomas, es geht auch raus. Thomas. Da ist mein Trecker ist. Guck mal, ich hatte den Anhänger schon wieder raus. Thomas. Geh jetzt doch raus. Thomas. Ey, guck mal, ich fliege. Oh, wie bist du witzig, Thomas, ey. Mein. Ey? Ey, guck mal, bleib mal schnell da. Guck mal, Louis. Was der Anhänger macht. Nice. Jo, Alter. Nice. Das ist voll scheiße. Gut, weiter geht's. Ist halt ein richtiger Fan, hier wieder beschleunigt. Nicht so ein scheiß Deutz hier. Ja, so viel ist er nicht, also. Ja, innen drin sieht er geil so scheiße aus und von außen, aber. Wenn man halt kein Deutz-Fan ist, dann ist das halt nichts für einen. Ja, ich bin auch kein Deutz-Fan, aber das ist schon. Ich kann ein bisschen Getreide verkaufen. Das ist eine gute Idee. Wollen wir Kühe oder Schafe machen? Kühe, oder? Kühe. Würdest du hier in seinem Dorf drin? Hä? Wo ist es nicht in seinem Dorf drin? Oh, wer hat denn die Sämaschine dahingestellt? Hä? Thomas, Alter. Ich hab's zwar angesehen, aber ich hätte doch nicht eingestellt. Also wirklich immer als umstellen wie der Team, ey, wirklich. Ich bin ja gar nicht am Mann, oder? Nee, ich hab vorhin angesehen. Ich hab ja. Ey, man kann halt die Sämaschine wirklich auffüllen. Thomas, warum lügst du einfach?
gesagt, man kann sie auffüllen. Du hast gesagt, man kann es nicht auffüllen. Lüg nicht. Du hast gesagt, man kann sie auffüllen. Nein. Ich hab gesagt, man kann sie auffüllen. Verdammt. Thomas, nicht lügen. Fickmöwe. Lügen. Ihr müsst wissen, Leute, ja, Thomas hat ein neues Wort kennengelernt. Aber auf der Lost Back geht das nicht. Ja, die ist auch scheiße. Die Lost Back ist geil, der Digga. Ja, die ist echt geil. War die beste Map. Wir haben die auf dem Server. Thomas. Mit 21. Ey, sie müssen synchronisieren, ne? Was meinst du denn? Ja, Digga, ich seh nicht, obwohl du gemäht hast. Ich kann es mir zwar denken, aber ich sehe es nicht unbedingt. Weil es dann noch da das Gras steht, wenn du dann fertig bist. Oder gar kein Grasschnitt da ist. Hey Maurice, kommst du zum Pressen rüber? Ja. Achso, nee, du musst rein wecken. Dann komm ich rein. Gerste laden. Und hinten rein Sonnenblumen, ja. Sonnenbäckerei. Ey, ich sehe immer noch nichts. Bäckerei, gut, Bäckerei. In einer Bäckerei. Thomas, du siehst, dass ich hier. Seid ihr auf Feld 25? Ja. Ja. Nächstes Feld wird Feld 36, wo wir uns kaufen. Ey, wie viel Geld haben wir dann, oder? Nee, 27.000. Dann lass uns erstmal ein bisschen sparen jetzt. Ja, Geld verdienen und dann Kühe machen. Noch irgendwas zu mir. Sonst komme ich ganz schön wieder beim Fest. Och, Thomas. Das ist schon bitter, wenn man das nicht schafft, ne? Das ist wirklich bitter, Thomas. Das nennt man bitter. Wenn du mich abdrängen möchtest und ich dränge dich dann selber. Ich sehe, wie sie schon wieder unten fertig sind, oder? Wollen wir dann spulen? Ne, wir müssen noch pressen, Digga. Nee. Ja, ihr könnt dann weitermachen, aber ich gehe dann essen. Oh. Und danach können wir ja streamen. Gut, dann lassen wir dann die Pause machen und dann streamen wir danach. Soll ich dann beenden oder wollt ihr draufbleiben? Nee, beende dann ruhig. Okay. Leute, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen bis zur nächsten Folge. Bis dahin.